hochfrequentierte Locations sind oft eine riesige Herausforderung. Fotografisch das Maximum herauszuholen, um das geht's heute. Ich bin der Philipp Jakisch und ich bin Naturfotograf aus Österreich. Ich war unlängst in Norwegen unterwegs und da waren wir unter anderem auch in dem wunderschönen Geiranger Fjord. Die große Schwierigkeit, die wir manchmal haben bei den Kompositionen von hochfrequentierten Plätzen, ist, dass die Befestigung der Wege und die Geländer drumherum häufig sehr ablenkend sind. Ich habe den Wasserfall in Geiranger als Ausschnitt aufgenommen und besonders die wunderschönen Steine im Vordergrund hervorgehoben. Die Steine haben so Führungslinien. Diese Führungslinien zeigen in die Mitte und erzeugen eine tolle Zentrumswirkung. Dadurch bleibt das Auge der Betrachterin oder des Betrachters für längere Zeit im Bild. Und genau das wollen wir. Somit können wir trotz großer Besucherströme wirkungsvolle Bilder aufnehmen und ein tolles Endergebnis erzielen. Eine Kleinigkeit möchte ich noch sagen zur Fotografie auf dem Boot. Ihr seht, wir schwanken da ziemlich hin und her und da ist es halt wichtig, dass wir nicht mit ISO geizen. Also die Belichtungszeit muss relativ schnell sein, um die Schärfe zu bewahren. Ich habe jetzt die meisten Bilder mit circa am 500stel oder schneller aufgenommen. Wenn das mein Hauptmotiv weiter entfernt ist, dann habe ich vielleicht ein 500stel genommen und wenn es näher ist, dann vielleicht sogar ein 1000stel. Auf unserer Fahrt entlang des Geiranger Fjords sind wir an zwei Wasserfällen vorbeigekommen. Und beide Wasserfälle sind fotografisch äußerst schön, jedoch ist es schwierig, weil das Boot für meinen Geschmack etwas zu nahe an den Wasserfall herangefahren ist. Meine weiteste Brennweite waren 25 mm, da habe ich den Wasserfall nicht ganz drauf bekommen. Was man da machen kann, ist folgendes: Man kann mehrere Bilder machen, die dann anschließend zu einem Panorama zusammenfügen. Dann hat man den gesamten Ausschnitt, den man sich wünscht. Der Nebeneffekt ist, dass man zusätzlich ein Bild hat mit höherer Auflösung, was auch manchmal kein Nachteil ist. Ich möchte euch jetzt nochmal aus den aufgenommenen Bildern zeigen, wie ihr die nachher in ein fertiges Bild umwandeln könnt. Dafür habe ich schon mal alle Bilder in Lightroom geladen. Das erste zeigt mehr Wasser, das zweite zeigt den gesamten Wasserfall, aber es ist sehr eng beschnitten und das dritte zeigt oben noch auch noch einen Teil darüber. Was ich jetzt als erstes mache, ist die drei Bilder zusammenfügen zu einem. Ich wähle das erste Bild aus, drücke die Shift-Taste und gehe aufs letzte. Das heißt, es sind alle drei hervorgehoben und somit markiert. Jetzt gehe ich mit der rechten Maustaste auf eines der Bilder und gehe auf Zusammenfügen von Fotos
und Panorama. Alternativ können wir auch Command oder Steuerung M wählen. Das heißt, ich drücke auf Steuerung M. Das Programm ermittelt jetzt, wie die Bilder übereinander gelegt werden müssen, um ein schönes gesamtheitliches Bild zu erhalten. Ich habe da drei Möglichkeiten: perspektivisch, zylindrisch und kugelförmig. Die kugelförmige Projektionsmethode liefert mir ein Bild, wo man sieht, dass der Wasserfall schief ist und ich auch nicht viel Möglichkeit habe, das gut zu korrigieren. Am natürlichsten wirkt für mich wirklich die perspektivische Methode. Da müsste ich dann halt an den Ecken ein bisschen was wegschneiden. Bei den Optionen gibt es ein paar Dinge, die relativ praktisch sein können. Ich habe einerseits das Kantenfüllen, das kann ich zum Beispiel anwenden, wenn ich einen blauen Himmel habe und da fehlt nur ein kleines Eckerl, dann klicke ich auf Kantenfüllen und der füllt es perfekt aus. Das Weitere ist automatisch Freistellen und automatische Einstellungen. Das wähle ich beides nie aus. Und das Nächste, was ich noch habe, ist Stapeln. Das sind die Optionen, die mir gegeben sind. Und zusätzlich dazu kann ich die Projektionsmethode noch ein bisschen verfeinern. Da kann ich das noch entzerren oder verzerren, je nachdem, wie man das sehen möchte. Mir gefallen die niedrigen Werte besser. Und dann gehe ich einfach auf Zusammenfügen. Jetzt fügt Lightroom die Bilder zu einem Gesamtbild zusammen und stapelt die dann in einer Gruppe. So, nun hat Lightroom alle Bilder gestapelt. Das heißt, wenn wir da den Stapel öffnen, dann sehen wir, okay, da sind die drei Ausgangsbilder noch drauf. Und hier haben wir das fertige Bild. Wenn wir dieses einmal öffnen, das erste, was wir machen werden, ist auf Rotate, also die Taste R oder das Freistellungswerkzeug. Ich achte darauf, dass dieser Wasserfall relativ gerade ist und dann schaue ich, dass ich das beschränkt links und rechts, den Ausschnitt. Das dürfte ziemlich quadratisch sein, also ich schaue mal auf 1 zu 1, ja genau. Das heißt, wir haben dann als Endergebnis ein quadratisches Bild. Vermeide bewusst die Ecke da oben. Bezüglich Bildbearbeitung können wir mal mit Lichter etwas runter, mit Tiefen rauf. Die Gesamthelligkeit können wir noch anpassen, weil das relativ dunkel ist. Das Bild zu hell würde ich auch nicht werden. So in der Größenordnung schaut schon ganz gut aus und man sieht, da gibt es einen kleinen Fleck, der ist entstanden durch den Regen. Das sieht man halt besonders, wenn man gegen die Sonne schaut. Und da würde ich einfach mal den ein bisschen abdunkeln und dadurch wird er weniger stark sichtbar. Und dann werde ich die Struktur noch erhöhen etwas. Jetzt gehe ich so vor, dass ich das Wasser mal etwas verstärke, also den Eindruck vom Wasser ein bisschen deutlicher mache. Und da verwende ich die Gradationskurve. Die Gradationskurve ist einfach ein sehr wirkungsvolles Tool, um einfach Kontraste und das Leuchten so ein bisschen zu verstärken. Das verwende ich auch da in dem mittleren Bereich vom Wasserfall, bei den Felsen, ist das einfach eine super Sache. Und auch weiter rauf beim Wasserfall. Ich muss das anschauen, vorher, nachher, vorher, nachher. Es leuchtet aber alles noch eine Spur stärker. So, dann braucht man natürlich auch das Gegenteil. Wir wollen bestimmte Bildbereiche etwas weniger dominant bzw. wichtig darstellen. Neben der ersten Anpassung mit der Gradationskurve gehen wir so vor, dass wir im hinteren Bildbereich die Schwarztöne etwas nach oben geben. Also wir
erhöhen die Schwarztöne, dadurch wird es kontrastärmer im Hintergrund und wir erhalten eine atmosphärische Distanz. Ebenso dazu entfernen wir den Dunst ein bisschen, also wir gehen nach links beim Dunst-Tool und dann pinseln wir mal da hinein. Genau. So, das ist schon mal. Das ist schon mal ein bisschen was passiert, vorher, nachher. Also es ist dunstiger geworden, auf alle Fälle. Und für einen Wasserfall, also der Wasserfall erzeugt einen Sprühnebel und dass man den besser sieht, gehen wir da auch nochmal rein und diesmal nur mit Dunst entfernen und dann können wir, also Dunst nach links, also Negative Dehaze. Und jetzt nochmal Pinsel. Dann Dunst entfernen und dann, genau, und dann gehen wir da rein. Und ich würde jetzt auch nicht übertreiben, also es wird nicht unnatürlich ausschauen, aber wenn man gerade so ein bisschen einen Dunst und einen Wasserfall hat, dann kann das schon sehr wirkungsvoll sein. Genau, so passt das schon mal. Zusätzlich möchte ich noch die Bildränder, also die Teile, ein bisschen abschwächen, also da den Bereich ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Also wir machen den dunkel quasi. So, und dadurch ist eigentlich schon wieder einiges passiert im Bild. Das Einzige, was ich noch nicht angegriffen habe, sind die Farben, das möchte ich mir jetzt noch anschauen. Also ich möchte es nicht zu blau machen, aber auch nicht zu warm. Also warm funktioniert gar nicht gut. Jetzt schauen wir uns an, okay, wo ist ein schöner Bereich der Farbbalance. Da können wir wieder unsere Übertreibungsstrategie anwenden. Also wenn beide kalt und warme Töne gleichermaßen im Bild sind, dann haben wir einen Farbkontrast und dann kann ich das den Punkt wählen. Eine Sache, die ich auch sehr häufig verwende, ist das Kalibrieren-Werkzeug. Wenn wir die Farbe von einem Farbkanal ändern, dann sind die Übergänge viel sanfter, weil jedes Pixel quasi angepasst wird. Wenn wir jetzt dann nur den Blaukanal sättigen, dann sehen wir auch in den gelben, orangen Teilen eine Veränderung. Also wenn wir da uns das nochmal anzeigen, wenn wir sagen vorher, nachher, also das ist ohne Blaukanalsättigung und das mit Blaukanalsättigung. Und die Farben leuchten da einfach extrem. Man sieht es in allen Bereichen. 100 wäre dann natürlich um 80 zu viel circa. Das ist das finale Bild von der Bootsfahrt. Not eine Tugend gemacht, trotz der längeren Brennweite als gewünscht, habe ich dann ein weitwinkeliges Bild aufnehmen können und ja, ich bin mit dem Ergebnis recht zufrieden und ja, dann freue ich mich, wenn es wieder mal dabei seid und ich hoffe, ich kann meine Tipps hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.